Ich weiß genau, ob ich da eine Brust OP haben möchte oder nicht. Und dann wurde es gemacht und das waren die mit Abstand größten Schmerzen meines Lebens. Ich weiß nicht, wie eine Geburt ablaufen soll, aber das waren krasse Intensiv, Schmerzen. ja. Genau. Hallo, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Sascha und mir. Kam jetzt aus der Pistole. Wahrscheinlich kommt ihr vom ersten Teil dieses Videos, das nämlich auf ihrem Kanal gelaufen ist. Gerne auch da nochmal reinschalten. Das ist hier oben verlinkt und sonst ist auch der Link unten in der Infobox. Wir haben so ein bisschen über Liebe, Sex und Verhütung und über Festivals und Outfits und sowas gequatscht. Und wir haben angefangen, so ein Festival-Kit auszupacken. Wir sind noch nicht ganz fertig und wir gucken jetzt nochmal rein, bis wir es ausgepackt haben. Also, weiter geht's, weiter geht's. Wir hatten schon einen Regenponcho, einen modernen. Das sind Concealer? Ah, das sind Concealer. Concealer. Das ist, ich glaube, ich würde eh mein Make-up mitnehmen. Aber also das Wichtigste würde ich auch sagen, ist Concealer. Augenbrauen auch, nicht nochmal erwähnen. Praktisch, um die Augenringe abzudecken. Wenn man bestimmt so 3 Stunden schläft, dann ja, total. Kann das schon sehr gut sein. Oh, Sonnencreme. Ja, Sonnencreme. Sonnencreme. Schutzfaktor 30 kann ich immer empfehlen. Ich glaube auch, dass es ultra kacke, wack ist das, wenn man draußen steht, die Sonne knallt dir voll rein und dann hast du so ein rotes Gesicht. Und das ist unangenehm, deswegen immer schön eincremen, Hautkrebs vermeiden. Ja, ist super praktisch. Creme ich auch immer ein. Man wird auch braun, Leute. Man wird braun. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel so mit mega rot verbrannter Nase und sich pellender Stirn aus so einem Festival jetzt aber so einen ganz coolen Typen anschaust, würdest du ihn dann trotzdem ansprechen? Und wie schaffst du das, das Selbstbewusstsein so hochzuholen und das so zu zeigen? Brust raus, dann mit erhobener Nase dahin. Also ich weiß nicht, ob also mit so einem knallroten Gesicht und ob die Augenbrauen dann noch zu sehen sind, ist auch immer so eine Frage. Die Augenbrauen. Es wird man sehr so schnell als Krankheit abgestempelt. Ich glaube, ich würde es machen. Okay. Also ich glaube, oder vielleicht würde ich mich auch anflirten lassen. Ja, sehr gut. Mit meinem roten Gesicht. Ja, Vielleicht denkt er so, boah, voll süß, die wird ja rot und so. Und ja, stimmt. Das wäre ein guter Faktor. Du Ja. sagst einfach, ja, ich finde dich so süß, da steckt mir ganz viel Blut in die Wangen. Aber Ja. man muss auch immer sagen, das ist immer das Theoretische, was man sagen kann. Ob man jetzt praktisch auch so agiert, sage ich dann, ja, nur zu 90%. So, es kann immer noch was dazwischen Ja, kommen. Ja. alles klar. Und du? Selbstbewusstsein, glaube ich, ist in solchen Situationen ist halt immer dann so auf die Probe gestellt auch, ne? Ja, mega. Ich glaube, ich würde mir vielleicht ein bisschen verstecken, Aloe Vera drauf machen und 2 Tage warten. Make-up vielleicht. Make-up ist auch gut. Oder Make-up. Concealer. Ja, genau. Concealer. Es kann dir nichts Schlimmeres passieren als nein. Es wird dich niemand auslachen, es wird dir niemand sagen, i oder sonst irgendwas. Das ist das Schlimmste, was man sich denkt und das Ja. drückt das Selbstbewusstsein runter. Aber wenn du dir denkst, es kann nichts Schlimmeres passieren, so wenn, dann siehst du den Typen halt eh nicht wieder. Ist doch Das stimmt. scheißegal. Deswegen von daher, geh einfach hin, mach das, probier es aus und das meiste, was man ja immer bereut, ist das, was man nicht gemacht hat. Ja, Von absolut. daher immer durchziehen und dann im Endeffekt kann dir nichts passieren, ganz einfach. Ja, sehr gut. Kann ich auch genauso unterschreiben. Also, wenn man hier auch mal, dass ich von Freunden auch überredet wurde, das war im Endeffekt ein sauschwuler Koch. Das hast du nicht Aber gemerkt? das habe ich nicht gemerkt, weil er war einfach so schön. Aber was ich mich immer Vielleicht erinnern kann, seid ihr jetzt Freunde? also, er hat mir dann gesagt, dass er einen Bruder hat, der ist hetero und der ist auch ganz schön. Aber das war mir dann egal. In dieser Moment, wenn man sich überwindet, ist halt echt total cool, weil ich werde immer noch, also ich erinnere mich immer daran, wie ich dann da hingelaufen bin. Und total stolz, weil ich das jetzt gemacht habe und so. Also egal, wie viel Angst du davor hast, ich finde, wenn man es dann macht, gibt dir den größten Boost aller Zeiten. Ja, Also da denkst du auch immer, mega. boah, ich war so mutig damals eigentlich. Ich war so Ja. bescheuert, weil er war eh schwul und er war Koch. Aber egal, ich habe es Ja. trotzdem getan. Also ich glaube, wenn du es überwunden hast, das Gefühl gibt dir Selbstbewusstseinsboost, der ist unwahrscheinlich. Das kann ich echt auf jeden Fall empfehlen. Einmal Und überwinden. wenn du einen Kopf kassierst, dann hast du halt eine Story zum Erzählen. Das mache ich Ist auch echt so. immer. Sage ich auch Ja. immer. Ja, ich habe von dem mal einen Kopf bekommen und dann Ja, und ist schon ist das so. alles gut. Dann Ja. man lacht halt einfach darüber. So, es passiert dir nichts Schlimmes dabei. Ja, klar. Aber ich war auch nicht immer so selbstbewusst, muss ich auch mal sagen. Also es Ja? war auch ein Prozess, sage ich einfach mal. Wenn man jünger ist, ist das Selbstbewusstsein total, ja, beschränkt, sage ich einfach mal. Also man muss sich das auch irgendwie erst aufbauen. Und ja, ich war schon selbstbewusst, aber es war immer so ein verschiedenes Level an Selbstbewusstsein. Und wenn ich daran denke, mit 15, wie ich mich da gesehen habe, ich war einfach krass. Also ich war halt nicht so Selbstbewusstsein wie jetzt zu dieser Zeit. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich in 5 Jahren nochmal selbstbewusster bin Auf und jeden noch Fall. mehr von mir Ja. halte.
als jetzt. Das ist jetzt eh schon tot. Nee, aber ich glaube, also man muss sich das auch wirklich aufbauen. Und ja, mit den richtigen Personen muss man dafür auch befreundet sein. Wenn du Freunde hast, die dich komplett runterziehen, ist es auch klar, dass dein Selbstbewusstsein nicht dadurch wächst. Mhm. Also auch die richtigen Leute muss man um sich haben, falschen Leute muss man aussortieren. Auch wenn du nur 3 Freunde hast, mehr brauchst du eigentlich auch nicht. Ja? Hab ich hier als erstes gehört. Nur hier. Ja. Ja, man muss sich halt auch selbst toll fühlen. Ja, total, total. Ich wollte jetzt einen cooleren Abschluss finden, aber ich hab's nicht. Nee, aber das finde ich ganz schön. Vor allen Dingen, sich selbst toll zu fühlen, ist vor allem wichtig in Situationen. Ich meine, stell dir das mal vor, du triffst irgendwie jemanden auf einem Festival, den du irgendwie cool findest, oder triffst grundsätzlich jemanden. Und dann ist das so ein Typ, der irgendwie allergisch gegen Kondome ist oder irgendwie deine Verhütungsmethode blöd findet oder sich da irgendwie in Frage stellt. Ja. Und gerade wenn man vielleicht jünger ist, dann hat man noch nicht so, irgendwie weiß man nicht so, wie man das kommunizieren soll. Ja. Und was ist so für dich ein Tipp? Das ist vielleicht auch ganz wichtig für die, also die zugucken, die etwas jünger sind. Was ist irgendwie eine gute Methode, um so selbstbewusst bei seiner Methode zu sein und zu sagen, nein, ich möchte so verhüten und nicht anders? Ja, ganz klar auf den Tisch hauen. So, es geht nicht. Ich möchte mit Kondom, es reicht. Vergewaltigung? Nee, es ist auch nicht witzig, wenn dir ein Typ sagt, ohne Gummi spürst nicht oder so. Alter, nee. Ich will keine Krankheit und es ist in Ordnung. Und wenn du dir irgendwas holen willst, von mir aus, aber nicht mit mir. Ja. Und mach es mal einen Bluttest. Ja, sehr gut, sehr gut. Das finde ich auch mal wichtig. Ich finde es schwierig, ganz zu kurz davor. Ja. Aber man muss ja kommunizieren, es geht nicht anders. So. Ja. Und selbst wenn man sich 6 Monate lang kennt, trotzdem, es wäre irgendwie ganz angebracht, dass man trotzdem Sicherheit in dem Punkt hat. Und wenn dir auch irgendwie finde ich das, ist irgendwie so, man wird bedrängt einfach, so zu sagen, ja, nee, ich möchte das nicht so und so. Ja, aber ich möchte das so und so. Und das ist der Sicherheitsfaktor, den ich da jetzt rausholen will. Und, wenn du das so nicht machen möchtest, gibt es das auch nicht. Ganz einfach. Sehr gut. Ja. Alles klar. Egal, also, wie horny man ist, das geht ist halt nicht. Das Problem. Da muss man natürlich dann noch. Ja, du musst dich selbst überwinden. Ja. Denk einfach dran, Babys. Du willst nicht so früh Babys, du willst keine Krankheit. Ja. Ich glaube, mehr braucht man nicht. Also Kommunikation ist echt das A und O. Ja, absolut. Und wenn ich da ein bisschen persönlicher fragen darf, wie sieht das denn bei deiner Verhütung aus? Entscheidest du das alles alleine oder hat da dein jeweiliger Sexualpartner auch irgendwie, darf da mitreden? Oder ist es absolut deine Sache und du sagst, wo es lang geht und wie du verhütest, Punkt? Also ich würde schon sagen, es ist meine Sache. Mhm. Also ganz ehrlich, ich sag dann so, ich möchte das so und so haben. Mhm. Ich nehme zum Beispiel gerade nicht die Pille, einfach weil ich gerade auch keinen Partner habe. Mhm. Und dann dachte ich, irgendwie habe ich das halbe vergessen. Ja, und dann ist es ist irgendwann dachte ich, ach, egal, keine Lust gerade im Moment drauf. Ja. Und, aber wenn, dann würde ich schon sagen, so Kollege, das läuft jetzt so und so ab. Mhm. Und entweder magst du das oder halt nicht. Also klar, man kann immer Kompromisse finden. Ja. Aber ein Kondom ist ja wohl jetzt auch nicht gerade das Heftigste, was du von den Typen verlangst. Ist jetzt kein großer Kompromiss. Du sagst ja nicht, ich möchte, dass du dir die Samenleiter durchschneiden lässt. Nee, das möchte ich ja eben nicht. Ja. Sondern ich möchte, dass du ein Kondom benutzt. Ja, so. Ich möchte, dass das so und so abläuft. Ja, wenn dann der Typ sagt, ja, nimmst du nicht die Pille? Aber Kondom, man spürt doch gar nichts. Mhm. Aha. Ja, aber ich spüre es halt, wenn ich ein Baby bekomme. Ja, genau. Das spüre ich schon. Boah, also manche Typen, die sind so auf den Kopf gefallen, das kriege ich total auf. Nee, es gibt schon wirklich sehr viele vernünftige Typen, die auch darauf achten, ja, immer ein Kondom-Portemonnaie oder so. Egal, wie das jetzt rüberkommt, ein Kondom-Portemonnaie ist immer toll. Vorausschauend denken. Ja, also vorausschauend ist sicherlich wichtig. Kondom im Portemonnaie, das ist immer so eine Sache, weil das halt nicht immer dich zu 100% schützen kann, weil es dir da vielleicht schon länger im Portemonnaie hängt und zerquetscht wird oder irgendwie total warm wird, wenn das Portemonnaie draußen liegt und so. Und da macht es vielleicht mehr Sinn, als Mann und als Frau, das vielleicht in einer getrennten Tasche mitzunehmen, wie so einem kleinen Döschen für Tampons oder was auch immer. Also du bist auf jeden Fall jemand, der so Verantwortung selber übernimmt und auch Verantwortung für sich und seinen Körper übernimmt und Verantwortung für deine Entscheidungen und solche Geschichten. Und eine Entscheidung war ja bei dir wahrscheinlich auch eine etwas größere. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass du dir deine Oberweite hast machen lassen. Ja. Und erzähl mal so ein bisschen darüber, was war die Entscheidung und wie stehst du dazu und hat dir das geholfen in deinem Selbstbewusstsein? Also ich habe das letztes Jahr machen lassen. Ich bin jetzt 20 letztens geworden und ich habe das mit 19 irgendwann machen lassen, also auch irgendwann vor einem Jahr. Mhm. Und das kam
Ich war schon immer irgendwie unzufrieden, aber es war mir halt nicht so krass bewusst. Also es war immer so, man hat sich nicht gern angeschaut und klar, es ist immer dieses, ja, akzeptiere dich selbst und versuch damit zurechtzukommen. So, dieser Bullshit hat mich halt überhaupt nicht interessiert. So, lass mich einfach mit meinem Körper in Ruhe. Dann bin ich zu einem Arzt gegangen, von dem habe ich von einer Freundin erfahren und da bin ich hingegangen und ich habe gesagt, Doc, gucken Sie sich das an, machen Sie das Beste draus. Mhm. Und er hat auch gesagt, okay, ich sehe es sofort, was da ist. Ich hatte einfach eine Hängebrust und das ist halt einfach nicht schön, wenn du jung bist und egal wie alt du bist, wenn du deine Brüste nicht schön findest. Und ich weiß genau, was eine Hängebrust ist. Mhm. Jede Frau weiß, was eine Hängebrust ist. Absolut. Oder ist ja auch scheißegal, wenn du es einfach selber nicht schön findest, dann mach einfach was dagegen. Mhm. Und dann bin ich halt hingegangen, habe gesagt, so. Ich habe auch jetzt nicht ein Foto oder so gezeigt. Mhm. Es gibt total viele Frauen, die sagen, ja, ich möchte, dass so das jetzt... Ja, so muss es aussehen. Ja, genau. Und das ist ja auch total kacke, weil dann kannst du wirklich sagen, du lässt dich irgendwie von den Medien beeinflussen. Ja. Es kommt immer dieser Punkt, wenn die Leute sagen, du lässt dich da von der Außenwelt beeinflussen. Nee, tue ich nicht. Nee. Ich möchte einfach, ich habe eine klare Vorstellung, wie etwas aussehen soll an meinem Körper. Ja. Und ich habe mir das auch wirklich sorgsam überlegt, weil es war ja auch viel Geld, was im Spiel war. Ja. Und natürlich ist es nicht so, ich überlege mir bei einer 10-Euro-Pizza, ob ich die jetzt bestellen soll oder nicht. Also ich weiß genau, ob ich da eine Brust OP haben möchte oder nicht. Ja. Und dann wurde es gemacht und das waren die mit Abstand größten Schmerzen meines Lebens. Mhm. Ich weiß nicht, wie eine Geburt ablaufen soll, aber das waren krasse Schmerzen. Intensiv, genau, und ich bin auch so mega froh, dass meine Mutter dabei war. Also die steht hinter mir und ich glaube, das ist halt überaus wichtig, dass irgendwer hinter dir steht. Ja. Was ich halt aber nicht gemacht habe, ich habe das jetzt nicht rumposaunt, erst danach. ich habe nicht gesagt, so Leute, ich werde mir jetzt die Brüste machen lassen, weil das ist immer total der große Fehler. Dann reden die Leute ein und sagen, warum machst du das denn? Dann wirst du es bereuen und so. Nee, und deswegen, ich habe das nur meinen Eltern erzählt und ganz, ganz, ganz engen Freunden, wo ich wusste, die werden das verstehen. Mhm. Und dann habe ich es gemacht und das war die schönste Entscheidung meines Lebens. Ja, cool, das ist auch so positiv dann gelaufen. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Also klar, man fühlt sich einfach noch wohler. Mhm. Also selbstbewusst war ich auch schon davor, aber man fühlt sich einfach noch wohler. Mhm. Ich würde es immer wieder machen und ich sage das auch immer, ich würde es immer wieder machen. Und ich sage ja nicht, dass ich die Leute operieren lassen sollen, wenn sie sich unwohl fühlen. Klar, es gibt auch Dinge, die ich an mir nicht so krass schön finde. Ne? Aber dann sage ich auch so, ey, ich kann damit leben, ist mir sowas von kackegal. Ja. Aber mit diesem Teil meines Körpers hätte ich einfach nicht glücklich werden können. Ja, okay. Und deswegen, und dann dachte ich so, okay, ich möchte halt auch mit dem Thema halt so an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Einfach, weil ich es halt nicht schlimm finde. Und also diese Resonanz von den Videos war auch so mega krass. Also so krass positiv halt auch. Und das erwartet man halt auch nicht. Das ist so ein mega krasses Thema. Ja. Aber ich war so krass aufgeregt, als ich das damals hochgeladen habe. Das war, das war richtig krass. Also ich habe mir, ich saß die ganze Zeit nur da und habe das gelesen, was sie geschrieben haben. Also es war, es war richtig cool. Das heißt, für dich ist ja auch so Thema Selbstakzeptanz und Selbstliebe unglaublich wichtig. Und was würdest du jetzt aber vielleicht auch sagen, nachdem du auch diese Operation gemacht hast und dich wahrscheinlich im Moment relativ wohlfühlst mit dir so, was macht eine Beziehung eigentlich noch aus, damit sie glücklich wird? Außer, dass man sich selbst gern mag und zufrieden ist mit sich. Vertrauen? Ja, also, dass der Partner halt einen akzeptiert und nicht versucht, einen zu ändern. Also, mein Ex-Partner war halt so, der wollte mich schon so irgendwie ändern. Also, der hat mir ständig gesagt, dass er war gar nicht... War der mit dir auch vor der OP zusammen oder während? Oder ja, das war ganz, ganz lange davor. Ah, okay, okay. Das war so... Ja. Schon länger davor. Mhm. Und dann meinte er auch so, ja, deine blonden Haare gefallen mir gar nicht und eigentlich stehe ich auf braunhaarige und denke so, Mann, was willst du denn von mir? So, dann, so aber in dem Moment, man ist ja verliebt, man kann es nicht ändern. Ne? Mhm. Und also ist wichtig, dass der Partner halt einen auch akzeptiert. Mhm. Ja, Kommunikation ist halt wichtig. Wenn du mit deinem Partner nicht reden kannst, egal jetzt ob auf emotionaler Ebene oder im Bett, dann weiß ich nicht, ob das wirklich so lange weitergehen kann, total. Weil
weil Kommunikation immer wichtig ist. Ja. Also eine schlechte Beziehung ist komplett Gift für einen. Ja. Also man braucht es einfach gar nicht weiterhin versuchen. Mhm. Kämpft nicht um so einen Scheiß. Und wir haben jetzt ja auch viel über dich gesprochen und du warst total offen. Und wir haben viel so über Selbstliebe gesprochen. Und wir wissen auch, dass du Single bist im Moment. Und glaubst du, dass du diese ganze Liebe, die du halt gerade für dich auch so ein bisschen bekommen hast, glaubst du, dass du das bei einem anderen so mit Liebe auf den ersten Blick finden kannst? Oder glaubst du, dass man, oder hast du das schon mal erlebt, dass du dich sofort verliebt hast? Nee, ich glaube nicht auf Liebe. Ich glaube nicht an Liebe auf den ersten Blick. Seht ihr, ich glaube noch nicht mal an die Wörter. Nee, einfach, also zu Liebe gehört ja viel mehr. Zu Liebe gehört die Einstellung und wie jemand ist, Humor und bla bla bla. Also es gibt ja so viel, was dazu zählt. Nee, ist mir definitiv noch nie passiert. Ja. Also ich habe nur Vollidioten kennengelernt. Grüße gehen raus an euch, ja? An den einen. Ja, und falls es dir passiert, kannst du auf jeden Fall erzählen. Also mir ist es auch noch nicht passiert. Es gibt Menschen, die man auf jeden Fall sofort erkennt und sagt, okay, das ist irgendeine chemische Verbindung, das passt irgendwie. Aber es ist meistens auch eher körperlich. Ja. Und ob es dann hinterher vom Kopf her passt, ist halt eine ganz andere Nummer. Also ich habe auch schon mal wen kennengelernt und ich dachte mir auch so, wow, wir werden jetzt für immer zusammen sein. Beim Sehen, ne? Und dann haben wir uns auch so gedatet und dann dachte ich mir so, krass, der ist so hohl. Das geht nicht. Das ist auch was dazu zählt. Wenn du mit jemandem nicht auf so einer intellektuellen Ebene klarkommst, ist es einfach scheiße. Da kann er noch so gut aussehen, noch so witzig sein. Das geht nicht. Und das, dann dachte ich so, krass, ich habe mich krass getäuscht in dir. Geh weg. Also geh weg auf jeden Fall zu irgendwelchen Vollpfosten, mit denen du nichts anfangen kannst. Aber nicht geh weg zu uns oder unserem Kanal. Du kannst dir gerne nochmal Teil 1 anschauen auf ihrem Kanal und gerne auch nochmal bei uns auf dem Kanal ein bisschen rumschauen, was dir noch gefällt. Genau, ansonsten gerne einfach diesen Kanal noch abonnieren und bei den nächsten Videos reinschauen. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Das bin ich nicht gewohnt, Kamera aus. Tschüss.